Hey Leute, heute gibt es endlich mal wieder ein Universums-Vergleich-Video. Ich habe euch wieder abstimmen lassen, welches Video ihr am liebsten sehen würdet, und da hat heute ein Video mit einem Vergleich von Fregatten verschiedener Universen gewonnen. Dabei werden wir uns dann heute die Fregatte der Maleficent-Klasse aus Star Wars, die Fregatte der Steamrunner-Klasse aus Star Trek, die Fregatte der Starward-Klasse aus Halo sowie die Fregatte der Normandy-Klasse aus Mass Effect anschauen. Und diese dann schließlich in ein Ranking setzen, welche die schlechteste, die zweitschlechteste, die zweitbeste und welche die beste Fregatte ist. Dieses Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit meinem anderen Kanal Star Wars Basis entstanden, auf dem morgen ein Video mit einem Vergleich der Flotten der verschiedenen Star Wars Fraktionen stattfinden wird. Sobald das Video da ist, findet ihr das natürlich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Damit aber jetzt wirklich zum Vergleich der heutigen Fregatten. Fangen wir da erstmal mit der Maleficent Fregatte aus Star Wars an. Der Bau dieser Fregatten wurde ursprünglich vom intergalaktischen Bankenclan in Auftrag gegeben. Dieser nutzte die Fregatten, um die eigenen Systeme zu verteidigen, wichtige Fracht zu transportieren sowie Tresorwelten zu beschützen. Als sich der Bankenclan den Separatisten anschloss und die Klonkriege ausbrachen, sahen diese Fregatten aber auch in sehr vielen Schlachten der Klonkriege ihren Einsatz. Insgesamt waren diese Fregatten 825 Meter lang und 426 Meter breit. Bemannt wurden diese von 200 Droiden sowie 1100 weiteren lebenden Crewmitgliedern. Bewaffnet waren diese Schiffe mit 2 Langstrecken-Ionenkanonen, 26 leichten Zwillings-Turbolaserkanonen, 20 leichten Turbolasertürmen, 38 Punktverteidigungstürmen zur Jägerabwehr, 8 Flakkanonen, aber vielleicht am wichtigsten mit einer schweren Zwillings-Turbolaserkanone an der Vorderseite. Der Nachteil dieser großen Kanone war der, dass die Fregatte immer genau in die Richtung zeigen musste, in die sie mit dieser Kanone schießen wollte. Dafür war sie so stark, dass sie mit einigen Schüssen aus dieser sogar die Schilde einer großen Raumstation zum Kollabieren bringen konnte. An Bord hatte die Maleficent-Fregatte genügend Platz für 150.000 Kampfdroiden, 12 Landeschiffe sowie 12 bis 36 Sternjäger, je nach Ausführung. Wir werden hier mal einfach mit der goldenen Mitte 24 gehen. Die Kampfdroiden, die sie an Bord hatte, waren sowohl für mögliche Bodenschlachten gedacht, aber auch um andere Schiffe zu entern. Welche Sternjäger solche Fregatten an Bord hatten, war von Schiff zu Schiff und Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich. Doch die Vulture-Sternjäger waren definitiv die meist verbreitetsten Jäger bei den Separatisten, weswegen wir mit denen in diesem Video gehen werden. Wie die meisten Schiffe ihrer Zeit war die Maleficent-Fregatte natürlich aber auch mit Schilden ausgestattet, die sowohl physischen wie auch Energieschaden abfangen konnten. Okay, kommen wir damit zum Schiff des Star Trek-Universums, zur Steamrunner-Klasse. Für diese werde ich auch Informationen aus dem Semikanon nehmen, nur damit ihr Bescheid wisst. In den 2360er Jahren wurde der Bau dieser Klasse bewilligt, sodass die ersten Schiffe ihrer Art 2369 in den Dienst gestellt werden konnten. Die Schiffe der Steamrunner-Klasse waren 375 Meter lang und fast 271 Meter breit. Auf 18 Decks hatte diese Klasse Platz für insgesamt 200 Crewmitglieder. Ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei Warp 9,7, was eine recht gute Geschwindigkeit für Schiffe ihrer Zeit war. Wir wissen, dass die Steamrunner-Klasse mit 2 Torpedowerfern bewaffnet war, die insgesamt Platz für 250 Photon-Torpedos hatten. Dazu wissen wir noch, dass sie mit Typ 10 Phaserbänken und anderen Phaserbänken bewaffnet war. Eine genaue Anzahl von diesen kennen wir nicht. Da die etwas kleinere Norway-Klasse allerdings mit 6 Typ 10 Phaserbänken und 9 weiteren Phasern bewaffnet war und die Steamrunner-Klasse jetzt hauptsächlich als Torpedo-Plattform gedacht war, würde ich die Bewaffnung der Steamrunner-Klasse hier auf 6 Typ 10 Phaserbänke und 3 weitere Phaser schätzen. Aber das ist wie gesagt nur mein eigener Schätzwert. Diese Bewaffnung gab der Steamrunner-Klasse eine komplette 720-Grad-Abdeckung, wodurch sie nach allen Seiten hin feuern konnte. Zudem wissen wir noch, dass diese Fregatten sowohl mit Schilden wie auch ablativer Panzerung ausgestattet waren. Die Schilde konnten Schaden abhalten, bevor dieser überhaupt zur Panzerung durchdrang. Doch sollten Geschosse es bis zur Oberfläche des Schiffes schaffen, war auch noch die ablative Panzerung da. Diese zerklumpte bei Beschuss und schmolz dann langsam weg, woraufhin erst dann die letzte richtige Schicht an Panzerung des Schiffes zum Vorschein kam. Das machte diese Schiffe zu zähen Biestern, die einiges aushalten konnten. Kommen wir damit zur Starward-Klasse aus dem Halo-Universum.
Mit einer Länge von 478 Metern und einer Breite von 152 Metern war diese Fregatte schon in den frühen Jahren des Krieges zwischen der Allianz und der Menschheit im Dienst des UNSC. Diese Fregatte wurde dabei hauptsächlich als Unterstützungsschiff für größere Flotten sowie als Schiff für planetare Verteidigung entworfen. Um diese Aufgaben erledigen zu können, war die Fregatte der Starward-Klasse mit einer leichten MAC, 16 Archer-Raketenwerfern, 76 Streak-Raketenwerfern und 58 Punktverteidigungskanonen bewaffnet. Dabei war die MAC eine riesige Massenbeschleunigungskanone, die massive Geschosse auf so enorme Geschwindigkeiten beschleunigte, dass diese Geschosse recht leicht sowohl durch Schilde wie auch durch Panzerung dringen konnten. Aber natürlich hing das auch immer von der Stärke der MAC sowie der Stärke der Schilde und der Panzerung des Ziels ab. Schilde sind übrigens ein gutes Stichwort, da die Starward-Klasse, wie alle Schiffe des UNSC zu ihrer Zeit, keine Schilde besaß. Die Schiffe dieser Klasse verließen sich vor allem auf ihre schwere Panzerung sowie auf ihre Waffensysteme, die Geschosse wie Raketen oder Torpedos auch aus der Luft holen konnten. Bemannt wurden Schiffe dieser Klasse mit 250 Frauen und Männern. Viele Schiffe des UNSC waren aber auch mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet. Diese kamen in zwei Varianten, in dumm und schlau. Und die allermeisten Schiffe besaßen eine dumme KI, die die meisten Aufgaben des Schiffes übernehmen konnte. Deswegen werden wir hier auch davon ausgehen, dass die Starward-Fregatte eine dumme KI an Bord hatte. Dazu hatten diese Schiffe Platz für 200 Marines, 64 ODSDs, die mit Abwurfpods auf Planeten, aber auch auf andere Schiffe gebracht werden konnten, sowie 6 Pelican-Landungsschiffe. Und kommen wir damit zum Schiff des Mass Effect-Universums, zur Normandy, genauer gesagt zur Normandy SR2. 2185 wurde die Normandy SR2 von Cerberus für Commander Shepard fertiggestellt, als ein Mittel, um die galaxisweite Kampagne der Kollektoren zu stoppen. Eine genaue Längenangabe für das Schiff haben wir nicht. Doch die Länge dürfte bei ca. 200 Metern gelegen haben. Als Tarnaufklärungsschiff war die Normandy mit fortschrittlicher Tarntechnologie ausgestattet. Diese erlaubte es ihr, ihre Hitze im Innern des Schiffes zu speichern und die äußere Hülle abzukühlen. Dadurch wurde die Normandy nicht auf Scannern anderer Schiffe erkannt und konnte so tagelang unentdeckt operieren. Doch das konnte die Normandy auch nicht ewig machen, da sie die Hitze irgendwann auch wieder abgeben musste, wenn sie nicht explodieren wollte. Um schnell von System zu System zu kommen, war die Normandy mit einem der besten Antriebe ihrer Zeit ausgestattet. Einem Antrieb, dessen Abgase so heiß wurden, dass auch diese anderen Schiffen Schaden zufügen konnten. Bewaffnet war die Normandy mit 2 Javelin-Disruptor-Torpedowerfern, die an der Außenseite montiert waren. Solche Torpedos wurden zu zweit abgefeuert und explodierten dann nach einer gewissen Zeit, wodurch sie dunkle Energie freigaben, die ihre Ziele durchaus einfach auseinanderreißen konnten. Die andere Waffe, mit der die Normandy ausgestattet war, war eine Tanix-Kanone. Diese verschoss super erhitztes, geschmolzenes Metall, was unheimlichen Schaden anrichtete, wenn es ein anderes Schiff traf. Zur Abwehr von gegnerischem Feuer war die Normandy sowohl mit kinetischen Barrieren, einer Art Energieschild ausgestattet, wie auch mit schwerer Panzerung und Guardian-Lasern. Diese Laser konnten gegnerische Geschosse ins Visier nehmen und zerstören, sodass weder die Schilde noch die Panzerung eingesetzt werden müssten, um Schaden abzuhalten. Damit kennen wir alle 4 Schiffe. Lasst uns dann jetzt zum Ranking kommen. Doch bevor ich hier irgendetwas sage, pausiert mal das Video und schreibt in die Kommentare, wie euer Ranking nach diesen Informationen hier aussehen würde. Bin gespannt, was ihr da sagt. Okay, aber damit zu meinem 4. Platz. Den belegt die Fregatte der Starward-Klasse aus dem Halo-Universum. Der große Pluspunkt, den diese Fregatte hat, ist natürlich ihre MAC. Doch die Starward-Fregatte ist mit einer der schlechtesten MACs ausgestattet, die wir kennen, und hat noch dazu eben überhaupt gar keine Schilde, weswegen sie recht verwundbar ist. Ich sehe auch noch die ODSTs als einen weiteren Pluspunkt an, doch andere Schiffe, wie die Munificent-Fregatte zum Beispiel, haben noch viel mehr Bodentruppen mit an Bord, die recht effektiv eingesetzt werden können, weshalb die Fregatte der Starward-Klasse für mich wirklich nur auf den 4. Platz kommt. Bevor wir jetzt allerdings zu den Plätzen 3 bis 1 kommen, einmal vorher noch das hier. In meinen Analytics kann ich sehen, dass mehr als 66% von euch, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind.
Wenn euch das Video hier gefällt, was es bestimmt tut, wenn ihr bis hierhin gekommen seid und ihr mehr meiner Videos sehen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, haut auch gerne auf die Glocke und drückt dort auf alle. Dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass YouTube euch meine Videos zeigt, wenn sie rauskommen. Alles klar, damit jetzt zum dritten Platz. Ich finde, dass die anderen drei Schiffe alle recht nah beieinander liegen. Würde allerdings die Steamrunner-Klasse des Star Trek-Universums auf den dritten Platz setzen. Defensiv ist die Steamrunner-Klasse relativ gut ausgelegt. Doch offensiv sehe ich eine Schwäche darin, dass sie nur zwei Torpedowerfer hat. Ja, sie hat eine Menge an Torpedos dabei und kann damit ein Ziel ziemlich lange mit Torpedos bombardieren. Doch sie kann halt immer nur zwei Torpedos zur gleichen Zeit feuern, während andere Föderationsschiffe ihrer Zeit wesentlich mehr Torpedowerfer und dann eben auch wesentlich mehr Phaserbänke hatten als sie. Und die Bewaffnung der anderen beiden Schiffe, die hier noch auf der Liste sind, sehe ich etwas stärker an als die der Steamrunner-Klasse, weswegen sie es eben nur auf den dritten Platz schafft. Und damit jetzt zum zweiten Platz. Der belegt meiner Meinung nach die Munificent-Klasse aus dem Star Wars-Universum. Diese hat Schilde, was sie schon mal besser schützt als die Starward-Klasse. Sie ist aber auch recht gut bewaffnet, mit einem guten Mix aus Anti-Großkampfschiffs und Anti-Jägerwaffen. Gleichzeitig aber auch mit einer massiven Kanone, vermutlich ähnlich der Mac des Halo-Universums. Dazu kommt dann noch die Truppenstärke von 150.000 Kampfdroiden. Selbst wenn das alles nur dumme B1-Kampfdroiden sind, reicht ihre schiere Anzahl doch aus, um so gut wie jeden Enter-Versuch zu verhindern. Doch sie könnte damit auch gut andere Schiffe entern. Gleichzeitig hat sie aber ja auch noch eigene Sternjäger mit an Bord, die ihr ja auch nochmal den Rücken freihalten können. Deswegen liegt die Munificent-Klasse für mich auf dem zweiten Platz. Und damit bleibt natürlich nur noch eine Klasse für den ersten Platz übrig. Die Normandy des Mass Effect-Universums. Natürlich hat sie nicht so viele Waffen wie alle anderen Schiffe auf dieser Liste. Dafür waren die Waffen, die sie besaß, äußerst mächtig. Jedes Schiff auf dieser Liste hat starke Waffen. Die Starward-Klasse hat ihre Mac, die Steamrunner ihre Photon-Torpedos und die Munificent-Klasse die starke Zwillings-Turbolaser-Kanone. Doch die Normandy hat direkt zwei solcher mächtiger Waffen. Dazu benutzt sie Punktverteidigungsgeschütze zur Abwehr sowie Schilde und eine solide Panzerung. Das alleine würde hier aber meiner Meinung nach den ersten Platz noch nicht rechtfertigen. Doch sie hatte ja auch noch ihr Tarnsystem, wodurch sie dann meiner Meinung nach diesen ersten Platz wirklich verdient hat. Aber was sagt ihr? Könnt ihr mir hier zustimmen? Oder habt ihr ein anderes Ranking? Schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch eine Playlist mit allen anderen Universumsvergleichvideos hier auf Sci-Fi-Basis, hier ein Video mit einem Vergleich verschiedener Star Wars-Fraktionen auf Star Wars-Basis und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!